Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Staat hat jegliche soziale Wärme für die, die hier schon länger Steuern zahlen, auf dem Altar abstruser Klimaziele geopfert. Nicht berühren tut das alle, die hier reinkommen, um sich auf unserer sozialen Hängematte auszuruhen. Die pampert der deutsche Arbeiter. Die müssen das Thermostatventil nicht auf 2 zurückdrehen. Da läuft die Stromrechnung nicht übers Konto, sondern übers Sozialamt. Aber der kleine Mann, der hier arbeitet, der wird vom Staat mit aller Wucht getroffen. Der Pendler, der seit gestern für 2 Euro tankt, um täglich 2x20 Kilometer zur Lagerarbeit bei Mindestlohn zu fahren. Die Mutter, die heute daheim teuer heizen muss, da ihr wirres System die Kinder verantwortungsvoller Eltern aus Schulen und Kindergärten aussperrt. Die Rentner, die morgen ihren Einkaufszettel zusammenstreichen müssen, da die von dieser Regierung getriebenen Energiepreise die Inflation ihrer Ersparnisse befeuern und den Wert ihrer Renten einfach zwischen den Händen zerrinnen lassen. Und Sie schieben alles auf ein paar Gramm CO2, emittiert von einem Land, das im weltweiten Energieverbrauch kaum eine Rolle spielt. Unsere Gemüsegärtner haben wegen ihrer Gasmangelwirtschaft 200% höhere Produktionskosten. Unsere Mittelstand schmelzen unter dem Joch ihres Strompreises, die für gute Löhne und clevere Investitionen dringend notwendigen Gewinne einfach so weg. Unsere Konzerne werden nicht nur durch die Energiepreise, sondern besonders auch durch den in ihrer Verantwortung liegenden riskanten Flatterstrom scharenweise ins Ausland vertrieben. Beenden Sie Ihre unsoziale und von einer kranken EU gewollte Umverteilung und widersetzen Sie sich endlich dieser übergriffigen Bevormundung aus Brüssel. Woanders kommt es nicht her. Wir waren der Motor der ganzen europäischen Wirtschaft. Wir sind der bedeutendste Staat auf diesem Kontinent und wir wollen auch in Zukunft Technologietreiber sein. Das kann niemals mit einer von linksgrünen Fantasien getriebenen Energiepolitik funktionieren. Ihre grüne Partei hat jeden Ansatz vernünftiger Energiepolitik schon in den 80er Jahren vergeigt. Mit Atomkraft, nein danke, haben Sie die sauberste Energieform stigmatisiert. Sie haben die Forschung an der Energie, die der Kraft unserer Sonne entspricht und die Millionen Deutschen preiswerte Wärme schenken kann, unterdrückt. Das Gespenst der Energiepreisinflation, das Desaster der aufziehenden Armut. Diesen Geist haben Sie aus der Flasche gelassen und damit zugleich die Befreiung unseres Volkes aus internationaler Abhängigkeit erfolgreich verhindert. Das Korsett aller Abhängigkeit schnüren Sie nun umso enger, je mehr wir uns von eigener, stabiler Energieproduktion verabschieden und uns so den Zufällen von Wind und Sonnenschein überantworten. Jedes stillgelegte Kraftwerk ist Ihr Nagel in den Sarg unserer Wirtschaftskraft. Jede CO2-Bepreisung ist Ihr Beitrag zur Altersarmut. Hören Sie endlich auf, sich an allen Stellen dem Willen dieses Volkes zu widersetzen. Beginnen wir umzusteuern. Stimmen Sie unserem Antrag zu. Dankeschön. Dankeschön.